Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, unterwegs im Chariot, ja, auf der Karte Siegfriedlinie und wir haben Wochenende und ich hab schon wieder die Schnauze voll. Das kann man sich hier nicht vorstellen. Doch, kann man eigentlich. Ja, von dem Moment, wo ich sage, es ist Wochenende, es ist VOT-Zeit, dann wissen die meisten, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Schon wieder sehe 53 TP und 112, so weit nach vorne zu fahren. Warum? Und zwei Heavy stehen hinten? Auch nicht schlecht. Eins davon ist ein Objekt. Auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Wo ist der Tiger 2? Das ist der Tiger 2. Oh, hinten steht noch Nudes. Fuck. Das muss wehtun! Wohl durch Domgott, das muss wehtun! Tut doch weh. Warte, den sehe ich nicht. Gucken den. Ach, ihr ist drei, verpiss dich! Scheiß Udas, da kotzt mich so ein bisschen an. No, du. Verdient hast es. Hast es. Bitch. Schluck, du Luder. Und T-Shirt 12 hinten. Ne, das ist was Größeres.
Komm, nimm an, 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 nimm an. Macht er nicht. Ah gut, 2-6 für den Einstieg. Oh, es ist heute so anstrengend. Es ist heute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, es ist heute so richtig anstrengend. Ist aus. Dunkel. Licht auslassen. Ja, es ist heute, es ist Wochenende. Man merkt, es ist anstrengend. Ich habe doch keine Lust, ehrlich gesagt. Ach, ich weiß es nicht. Es ist Wochenende. Und auf bei Wochenend-WOT muss man sich halt drauf gefasst machen. Es nervt. Einfach nur. Und wenn man dennoch vom Mittagsschläfchen aufsteht und noch so ein bisschen ist im Schädel, dann nervt es noch richtig, das WOT. Gut, weil es eh schon so einigermaßen beschissen läuft, ich belasse es bei der einen Live-Runde, weil ich habe noch eine Runde mit einem Leopard, mit dem wunderschönen Leo. Die lief auch mehr schlecht als recht, zum Teil auch durch eigenes Versagen. Und die kann man ruhig hinten mit dran batschen, ansonsten würde die noch ewig auf der Festplatte rumliegen. Deswegen im Anschluss eine Runde Leo. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Na gut, mal gucken, was hier geht. Eigentlich, ja, wenn ich das schon wieder sehe, dann möchte ich da nicht hoch. Ja, E50. Ist okay, wenn du dahin fährst. Vorrecken die da alle wirklich weg.
Oh, Leute. Nein. Es ist. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin. Ich weiß einfach nicht mehr wohin. Keine Ahnung. Ich wusste jetzt echt nicht mehr, wo ich noch hinfahren sollte. Ach scheiße, das hätte man noch reißen können. So schlecht sah es nachher ja nicht mehr aus, aber ich wusste nicht mehr wohin. Ich keine Ahnung, der PTA zur Linken, der Kanonen zur hinten. Mann. Oh Mann. Scheiße. Scheiße. Das war doch auch hier versucht, die Arti zu töten. Ich meine, noch auffälliger kann man es gar nicht machen, jeden Baum umhacken unterwegs. Oder gleich die Leuchtreklame raus, hier bin ich. Scheiße. 2-4, 2-4, ach. Ich muss gestehen, ich hatte zwischendurch wirklich noch Hoffnung. Mensch, scheiße, das kriegen wir noch irgendwie rumgeschissen. Ach nein. Also, nee, das. Nee, sowas kriegst du nicht mehr hin. Oh, zumindest plus gemacht. Gut, sollte nicht sein. Ja, wie angedroht, das war die Leo-Runde. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Spielt A niemals, wenn man müde ist oder wenn man, wenn das Gehirn erst hochfahren muss. Gut, bei einem bleibt es im Dauerzustand oder im Dauerschlaf. Ja, Wochenend-WOT ist halt immer wieder was Tolles, macht immer wieder Spaß. Kannst du dir gerade mal vorzeigen, welche Runde liegt denn extrem beschissen? Hier, Pokerovka, die Runde davor mit einem 53 TP. Und wenn da noch so eine Scheiße mit dazukommt, dass das RNG einen komplett in den Stich lässt. Ja, was will man da noch machen? Muss dazu sagen, ja, noch 1-4 gescoutet, 1-6-6, 1660 erscoutet mit einem Heavy auf Pokorovka. Das sagt schon viel. Das sagt schon echt viel aus. Gut.
Ich denke mal, wir belassen es dabei. Ich habe schon eine schlechte Laune, gehe jetzt einen rauchen, sag danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.